Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier, Cardigan und Tüdel. Ja, ich mache den letzten Meter mit zusammen und Abfahrer Mais fertig. Damit es hier vorwärts geht. Weil unser Fahrer hier wollte zu Recht nicht. Warum auch immer. Wahrscheinlich allzu eng ist. Ja, wir müssen hier immer wenden, das ist immer meistens problembehaftet. Ne? Also das hier auf langer Strecke klappt das meistens sehr gut. Weil die müssen da nicht lange überlegen. Einfach fahren. Geradeaus. Aber in den Kurven, da haben sie halt Schwierigkeiten, in den engen Kurven vor allen Dingen. Ne? Da, wie man so sieht, links, bis sie da wieder den Punkt erreichen, wo der Prinzip der andere wieder ja, das sind zwei. Gut, ist dann lieber zwei als gar keiner, ne? Kommt ja auch mal vor. Ja, ich wünsche mal alle schönen Samstag. Und ich sag mal schon mal, schönen Dank fürs fleißige Reinschauen. Das ist, was dem Kanal hilft und letztendlich zum Wachstum des Kanals führen würde oder wird. Je häufiger reingeschaut wird, je häufiger mal geliked wird, je häufiger auch mal kommentiert wird, umso mehr glaubt der Algorithmus von YouTube, dass es interessant ist. Ne? Das ist eine mathematische, weiß ich, eine KI, die es berechnet. Ne? Ja, nur der Zuschauer kann da entsprechend die allermeisten durch Zufall gefunden werden, dass da entsprechend der Wachstum dann kommt. Ne? So, mal gucken, was der andere hinkriegt. Wahrscheinlich eher nichts. Da könnte er klappen. Könnte. Wir steigen mal hier ein, machen mal nichts. Also machen wir da in der Beziehung jetzt nichts mit dem Wetten und so. Und doch, ich muss hier eingreifen, ja, da wir hin und her geht. Was hier abgelaufen kann. Ne? Ich weiß nicht, warum er jetzt dem noch nicht zurückgefahren ist. Ja, alles kriegt er nicht mit. Ich hätte ein Vorgewende mehr machen müssen. Also mehr machen lassen müssen. Und das ist ja halt so, ne? Nur wenn der hier vorweg arbeitet, wo jetzt gerade Berechnungsphase, dann geht es auch vorwärts. Ne? Also jetzt im Grunde ist er jetzt fertig, ne? Seite. Du bist noch nicht fertig. Stellen wir wieder ein. Und dann steigen wir hier mal ein. Und kurz einlassen. Mit O und X. Wenn das klappt. Muss ich kurz mal eingreifen, das war mir die Meldung. Durchdrehende Reifen, weil ein Ball im Weg stand, ne? Gut, kurzer Blick, da dürfte kein Problem mehr geben. Da oben vielleicht. Aber da ist er eh fertig, also von daher einmal wegfahren, dann kann er hier das abschließen. Also er oder sie, die gerade fahren, ne? Trocken? Nö. Also hier kurz rüber. Mal ein Gebüsch fahren, ne? So. Die Anzeige für kaputt ist ganz runter, aber Traktor ist 8%. Hier wollte ich weil er sich jetzt flüchtet, ne? Müsste nur ein Abfahrer kommen jetzt hier. Auf der Karte sehe ich keinen kommen.
unsere Karte. Wieso fahren die da oben lang? Das verstehe ich jetzt nicht. Muss man nicht verstehen, ne? Der fährt zum Silo. Und der fährt da lang. Auch zum Silo. Könnt ihr auch das vielleicht noch machen? Und zwar, ich lasse den ganz zum, am Anfang wieder fahren. Und zwar diese eine Vorgewende, die Spur, die angezeigt wird. Und dann sollte es eigentlich gut funktionieren. Wollte er gerade zu mir kommen? Tut mir leid. Weil die ganze Strecke ist jetzt überall Mais. Wo man gut arbeiten könnte, ne? Hab was für dich hier. Hier. So, aber ich fange von vorne an. Die eine letzte Bahn, also die ganze Vorgewende, das mache ich noch. Ich wünsche mal allen einen schönen freien Samstag, ne? So, und einen schönen Kuchen und Kaffee in der Zeit. Wer jetzt um die Zeit guckt, ne? Es kann ja auch sein, dass jemand ganz später guckt, also nachts oder so. Kommt ja auch noch davor. Was du genau dann geguckt wird, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass nachts ein oder andere mal schaut. Ja, ist ja okay. Vielleicht hat auch mal einer eine Nachtschicht, das kann auch sein, ne? Ich bin dann ganz froh darüber, dass ich jemanden unterhalten konnte. Das ist ja auch, Nachtschicht kann auch sehr langweilig sein. Wenn man nur Anführungszeichen überwachen muss, ne? Im Grunde hofft man, dass es im Prinzip da keine Schwierigkeiten gibt. Kommt ja mal nur mal vor, ne? Wenn gerade die Anlage spinnt oder so. In Anführungszeichen, ne? Das ist nur die letzte Reihe hier, muss man langfahren lassen. Mit Crossplay. Damit Outright besser findet, aber selber will ich nicht hier warten. So. Schalt mal ein. Und fährst du jetzt nicht? Doch, 40 FPS. Nein. Wo haben wir jetzt einen Absturz? Mal gucken, ob er jetzt die Spur auch nimmt, ne? Also jetzt hier. Ach, deswegen. Denn ich will gucken, ob er jetzt hier genau da lang fährt, ne? Also das ist mir jetzt, wenn jetzt hier, also da kann er nicht fahren, dann will ich nur da und dann da. Dann muss ich nur entscheiden, oder sie herkommt und dann vom Rüssel halten. Ne? Da kriegen wir nicht mit die Ecke. Und nächstes Mal die beiden so scharf verwenden. Dann denke, nächste Mal. Das Big X als fertig. Also sieht ganz gut aus für heute. Ich muss sagen, dafür, dass Crossplay und Outright komplett kostenlos ist, klar kann man spenden, wenn man möchte, ist kein Thema. Das kann jeder für sich entscheiden. Ist natürlich super, wie es so funktioniert. Das ist ja meine größte Sorge, dass man mit der einen oder anderen sich dann entscheidet, oh ja, ich habe keine Lust mehr. Kann ich verstehen. Aber es sind anders wieder eine Herausforderung, so das Programmieren. Ich habe vom Programmieren absolut keine Ahnung. Das scheint zu funktionieren. Das war ein Zeitraffer. Aber funktioniert. Ich muss jetzt durchtappen, ist Quatsch. 6, das soll diese Bahn noch machen, also hier vorne. Einsteigen und entlassen. Und dann die Bahn frei machen. Obwohl er gerade, ach, irgendwas ist aktuell jetzt nicht ganz sauber.
Und ich weiß nicht was, obwohl 40 FPS, ne? Also da oben. Der ist er fertig. Oh, der fährt. Der Wahnsinn. Hier muss ich eingreifen, helfen. Obwohl es aktuell ganz stark ruckelt und ich weiß nicht, wo er liegt. Extrem. Ich hoffe, man nicht das Spiel beenden muss. Komm, ich hebe ihn an. Zwei Fliegen, eine Klappe. Muss ich so reinfüllen, ne? Ja. Wo Wanderung gelegen hat oder noch liegt. Hier ist kein Platz mehr für fürs Mais, ne? Fahre ich weiter, hier ist eh nichts. Oh, das hat er jetzt komplett stehen lassen. Hoffen wir, dass er an ihn abhaut. Wir können ja entlassen, weil einfach hier auch nicht probieren. Ist voll. Und voll ist voll. Das läuft doch wieder. Kann nur sein, dass er durch Berechnung entsprechend da. Und jetzt ist auch die FPS-Zahl besser geworden. Wo nur ein Fahrer weniger ist. Er macht leer. Shit. Ja, dumm gelaufen. Dumm gelaufen. So, Platz räumen. Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden, dass er ausleert, ne? So, einmal kommt noch einer. Ich werde mal den noch stehen lassen, weil der vielleicht dann voll ist, dann kann er ja noch arbeiten und den kann ich entlassen. Wäre ein Blödsinn. Das ist doch wieder so stark. Aber 50 FPS. So viel habe ich noch nie gehabt. Mal gucken, mal melde ich hier. Oh, Error. Luna mit Update. Deswegen. Aber woher der Grund ist, weiß ich auch nicht. Sie bekurst mir sicherlich. Das könnte sein. Na, bei neuen Laden sicherlich wäre es weg. Das machen wir später erstmal hier verteilen. Und ne, das bringt nichts. Muss ich kurz hier mal entlassen. Und wieder einstellen. Wenn es auch kurz liegt, dann ist er dann hier geworden. Also eins? Nee. Stop, ja. Immer das gleiche. Macht ja auch nicht, ne? Gut, immer ausmachen. Immer noch Fehlermeldung? Anscheinend nicht.
Ja, ich kenne mich ja nicht so aus. Aber bei Lula hat man gemerkt, oh. Und jetzt vor allem, wo Cosplay fertig ist, mehr oder weniger. Außer hier noch hier Luciano Hoy. Blocking. Weil er fertig ist. Ja. Lassen. Nächste fertig. Neuer Versuch. Abfahrer einstellen. Das kann hier mit dem zusammenhängen, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ja, lassen wir fertig machen. Schwierige Frage, ne? Ich weiß nicht, warum wir jetzt gerade zum Schluss und Theater machen. Alles schon, die Folge ist ja eh zu Ende. Ich werde kurz mal speichern und mal starten. Vielleicht geht es dann besser. Oder tschüss, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter, hoffentlich fehlerfrei und weniger problematisch, ne? Und schönen Dank fürs Reinschauen, trotz all dem. Ja, mal schauen, was morgen ist, ne? Und ich wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Tschüss!